Moin Leute, ich bin dabei, unser altes Haus, Baujahr 1970, welches wir zu viert bewohnen, im Selbstbau energetisch zu sanieren. Und das mit relativ ungewöhnlichen Methoden, die möglichst wenig Geld kosten. Momentan befasse ich mich mit einfachen Dämmungsmaßnahmen, die möglichst wenig kosten und viel bringen. Heute messe ich mit meiner Infrarotkamera und mit Hilfe von Physikprofessor Hundhausen nach, was es in Kilowattstunden und Euros bringt, Jalousien bzw. Rollladen nachts runterzulassen. Denn das ist komplett kostenlos. Also checken wir mal, wie viel wir damit wirklich sparen können. Und ich war echt überrascht, muss ich sagen. Ja, bevor wir überhaupt anfangen können, muss ich erstmal herausfinden, welche Fenster bei mir eigentlich verbaut sind. Ja? Also es gibt da alle möglichen. Einfach verglaste, also ganz alte, zweifach verglaste Fenster ist schon ein bisschen besser. Dann zweifach verglaste Fenster mit Wärmeschutzbeschichtung und dreifach verglaste Fenster mit Wärmeschutzbeschichtung. Also so das Nonplusultra im Moment. Je mehr Gläser bzw. Mit Wärmeschutzbeschichtung, desto besser die Dämmeigenschaften des Fensters. Und das kann schon relativ viel ausmachen. Um herauszubekommen, welches Fenster ich jetzt habe, halte ich im Dunkeln einfach eine Kerze vor das Fenster und schaue mir dann die Spiegelung im Fenster an. So sieht das bei mir aus hier. Ihr seht im Wesentlichen zwei größere Reflexionen und das war's praktisch. Ja? Also in dem Fall ist es sehr einfach, es ist ein zweifach verglastes Fenster ohne Wärmeschutzverglasung. Jetzt natürlich die Frage, wie erkenne ich denn die Wärmeschutzverglasung eigentlich? Schauen wir uns dazu mal ein anderes Bild an. Das hier sind die Fenster von Professor Hundhausen. Er hat wirklich dreifach Verglasung mit Wärmeschutz. Und ihr seht hier, da sind drei Reflexionen, also dreimal die Kerze zu sehen. Und bei der ersten erkennt ihr, dass da noch so ein blauer Schimmer im Hintergrund ist. Und dieser blaue Schimmer deutet auf eine Wärmeschutzverglasung hin. Also so könnt ihr das zum Beispiel rausfinden bei euch selber. So, wie messen wir jetzt das Ganze? Ich erkläre euch erstmal den Versuchsaufbau. Unsere Idee ist ganz einfach. Wir messen bei zwei ähnlichen Fenstern, einmal mit geschlossenen Rollladen und einmal ohne. Also quasi einmal offen. Und wir schauen dann, wie sich das über Nacht, also wie sich die Temperatur der Fenster entwickelt hat. Und das geht in diesem Fall relativ gut. Also hier können wir wieder meine Infrarotkamera benutzen und damit die Oberflächentemperatur der Fenster messen. Um das zu tun, muss ich aber tatsächlich erstmal diese zwei Klebestreifen, die ihr seht, hier auf das Fenster kleben. Der Grund dafür ist einfach, denn die Fenster reflektieren auch einen gewissen Teil der Infrarotstrahlung. Und hier könnt ihr zum Beispiel sehen, wie ich, also wie meine Infrarotstrahlung reflektiert wird. Das heißt, ich würde hier die Wärmestrahlung messen, die von mir ausgeht und dann teilweise zurückkommt. Und das ist natürlich total sinnlos. Deswegen der matte Klebestreifen außen und innen, da ich beide Oberflächentemperaturen messen möchte. Und so kann ich dann die Oberflächentemperatur deutlich besser messen. Also das ist so ein kleiner Trick, den tatsächlich relativ viele Leute machen, die IR-Kameras für zum Beispiel Glasscheiben benutzen. Danach mache ich bei einem Fenster den Rollladen runter und beim anderen halt nicht. Beide befinden sich im selben Raum. Danach warte ich dann bis zum Morgen und zwar bevor die Sonne aufgeht, denn sonst würde die Sonnenstrahlung die Messung natürlich auch beeinflussen. Dann messe ich einmal das Fenster mit offenen Rollladen und zwar innen wie außen. Beim Fenster mit den geschlossenen Rollladen ist es ein bisschen schwieriger, weil wenn ich den hoch mache, dann wird natürlich sofort der äußere Klebestreifen direkt kalt und das will ich natürlich vermeiden. Also muss ich tatsächlich machen, dass ich das Ding hochfahre und dann ganz schnell messen, also wirklich aktiv davor stehen und es sofort messen, damit es nicht zu stark abkühlt. Hier seht ihr jetzt die Ergebnisse alle nebeneinander. Mit den Rollladen habe ich innen 10,1 Grad Celsius gemessen, also an der Scheibenoberfläche, und außen 4,6 Grad Celsius. Bei den Fenstern, wo die Rollladen oben waren, habe ich 7,4 Grad innen gemessen und 0,8 Grad außen gemessen. Also das ist schon ein relativ deutlicher Unterschied, das kann man jetzt hier schon ganz gut sehen. Und zu guter Letzt messe ich dann natürlich noch die Temperatur in der Wohnung selbst, also in dem Raum selbst und auch außen halt an der Wand. Die Wand hat innen so circa 13,8 Grad und außen minus 2,8 Grad Celsius. Professor Hundhausen hat das bei sich auch gemacht, denn er hat eine Dreifach-Wärmeschutzverglasung und das seht ihr hier die Ergebnisse. Und hier ist es interessant, denn hier passiert tatsächlich praktisch nichts. Also der gemessene Unterschied liegt tatsächlich deutlich unter 0,1 Grad Celsius. Und in seinem Fall ist es deswegen vermutlich fast egal, ob man die Dinger nachts drauf oder runter lässt. Also in meinem Fall würde ich denken aber nicht. Das rechnen wir jetzt aber exakt aus. Und zwar wollen wir wissen, was bringt das in Kilowattstunden, vor allem in Euros. Und das wird euch jetzt Physikprofessor Hundhausen vorrechnen. Also viel Spaß dabei. Ja, Andreas, interessante Messungen, die du gemacht hast und die Messergebnisse, die
erlauben, jetzt auszurechnen, wie viel Energie eingespart wird und letztendlich wie viel Geld du da einsparst. Ich habe das hier mal aufgemalt. Hier an der Tafel sehen wir die zwei Situationen. Rollladen auf, das normale Fenster, innen 7,4 Grad gemessen. Rollladen zu, 10,1 Grad, also eine höhere Temperatur und damit weniger Verluste. Das Verhältnis von diesen Temperaturdifferenzen, Delta T, 6,4 oder 3,7 da drüben, dieses Verhältnis zeigt dir, wie viel Prozent du dann nur noch sparen, heizen musst, also wie viel Energie du dafür brauchst. Wenn der Rollladen zu ist, hast du eine Einsparung von 42%, also sozusagen nur in der Nachtzeit. Da muss man sich überlegen, wie häufig ist das, 60% der Zeit Rollladen zu. Und dann komme ich auf die Einsparung, die wir haben. Das ist auf der nächsten Tafel drauf. Und dazu müssen wir erstmal wissen, wie viel überhaupt die Fenster so brauchen. Das ist sowieso interessant, das zu wissen. Und zwar die alten Doppelscheiben, die du hier hast, die haben einen U-Wert von nur 2,7 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Und das bedeutet, mit jedem Quadratmeter hast du pro Jahr 178 Kilowattstunden Verluste, wenn der Rollladen offen ist. Das ist so der übliche Wert. Du hast aber 9 Quadratmeter, also kommst du dann schon auf 1600 Kilowattstunden pro Jahr, wenn du ganze Zeit ohne Rollläden arbeitest. Hast du die Rollläden runter nachts, 60% der Zeit, dann kommst du runter auf 1200. Du sparst also die Differenz und die Einsparung, schätze ich, auf 400 Kilowattstunden jährlich ein, die du durch Nutzung des Rollladens hier einsparst. 59 Euro macht das aus beim üblichen Erdgaspreis, den wir jetzt haben. Das war in aller Kürze so die Abschätzung, was du einsparen kannst. Ein bisschen ausführlicher habe ich das noch gemacht, wo ich auch erkläre, warum es diese Einsparungen gibt durch den Rollladen davor, auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Das könnt ihr also da verlinkt auch angucken. Ja, Fazit und wie geht's weiter? Also erstens mal finde ich, für eine Maßnahme, die jetzt praktisch wirklich gar nichts kostet, das kann ja wirklich jeder einfach machen, ist das schon erstaunlich viel, wie viel das bringt. Also ne, wie gesagt, es kostet ja nichts, dann nur ein bisschen Arbeit. In meinem Fall mit doppelverglasten Fenstern ohne Wärmeschutzverglasung ist das ja schon ein echter Zugewinn. Also das ist wirklich gar nicht mal so wenig, was ich da spare. Und im Falle von Professor Hundhausen mit dreifach Wärmeschutzverglasung ist es jetzt eher wenig, aber immerhin noch ein bisschen. Und ich meine, warum denn nicht? Es kostet ja nichts. Ne? Also es ist ja wirklich komplett umsonst. Möglicherweise werde ich mir auch noch überlegen, die Gläser zu tauschen. Da möchte ich aber erstmal sehen, was man hier selber machen kann und wie teuer das Ganze am Ende dann wirklich wird. Wenn ihr da Erfahrungen habt, teilt die gerne mit mir, da freue ich mich sehr und werde die auch gerne weiter verbreiten, wenn ich es denn machen sollte. Alles klar, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Vielen, vielen Dank an Professor Hundhausen für die tolle Hilfe. Bitte besucht auch seinen Kanal. Ihr seht, hier oben ist die angezeigte Kachel. Und ansonsten sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.